ist wirklich was Gutes gebrochen. Habt ihr denn gewusst, dass es im Bayerischen Landtag einen volksfestpolitischen Sprecher gibt? Nein, das hat keiner von uns gewusst, gibt es ruhig zu. Und ich auch nicht, aber herzlich willkommen, Klaus Adelt. Und vielleicht kann er uns später dann einmal am Biertisch erzählen, was er da alles für Aufgaben hat. Und herzlich willkommen alle bei uns. Ja, und jetzt möchte ich doch, weil es ein Jubiläumsvolksfest ist, ein bisschen die Frauen, die reden immer so lang, gell, schon. Ich wünsche allen einen guten Verlauf. Und trinkt nur, weil bei der Hitze muss man wirklich trinken, sonst geht es auch auf den Kreislauf. Das ist auch mein Rezept. Und es muss ja nicht immer ein Bier sein. Aber es kann auch mal ein Bier sein. Die Stadt Mühldorf macht jedes Jahr ein hervorragendes Volksfest und das Traditionsvolksfest vor 150 Jahre ist durch die alte Wiesen erweitert worden. Ich wünsche Ihnen für den heutigen Tag viel Vergnügen, viel Durst, gute Gespräche, viel Spaß. Und alles Gute und einen schönen Nachmittag oder auch Abend. Dankeschön. Jetzt geht's los. Kommt's gut an? Ja, super. Naja, ich probiere das einmal darauf. Die Höhe ist zwar nicht gewohnt, aber schaffe ich schon. Irgendwie bei solchen Höhen, da muss man bescheiden. Ja, ich bin mal gespannt, weil das dreht sich ganz schön schnell. Jetzt schauen wir mal, wie ich damit zurechtkomme. Schließenbad geht immer. Ja, super. Mit den Tegeler Kollegen war das eine herrliche Sache, wenn wir so weit gesehen haben. Ja, wunderbar. Eine wunderbare historische Anlage. Über 100 Jahre alt. Es ist gesagt worden, alles sicher. Das sieht man auch. Es hat richtig schönen Spaß gemacht. Also wie in alten Zeiten. Oh, vor 20 Jahren. Ich bin Lalitz. Ich bin Henning. Und heute werden wir eingeladen und da darf man jedes Jahr am Volksfest dann Riesenrad fahren. Da bin ich auch gefahren. Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Riesenradl gefahren bin, aber ich war auf alle Fälle schon in Wien und auch in Mühldorf und das war jetzt sicher das Romantischste. Danke. Danke. Auf der Altöttinger Hofduld. Das ist doch gar nicht so lange her. Na? Das war im Juni. Ich liebe Riesenrad. Natürlich, die stehen die Mitarbeiter. Großnummer
7477 Sabrina Müller. Ja, ich trinke halt nichts, ich heb mir das auf, für wann wir die Money fahren müssen. Genau, ich teile mit meinen Kollegen. Ich bin die Fuchs Carola aus Tintmoning. Und freue mich wahnsinnig, dass ich heuer den Hauptpreis gewonnen habe. Und obwohl wir mit Wolder gar nichts zum Dran. Aber warum? Kommen wir zusammen Nachbarlandkreis? Ich weiß nicht, wer das sonst so gut kennt wie du. Also ich hoffe, dass wir vielleicht nochmal überreden können. Aber erstmal herzlichen Dank für die vielen Jahre, dass du das schon gemacht hast. Ja, bitte.